Ihre katholische Akademie. Wir freuen uns sehr, dass Bernd Hagenkort, Pater Bernd Hagenkort, zu uns geschaltet ist. Er ist vielen, mindestens vom Hören her, sehr bekannt, denn er hat 10 Jahre lang in Rom das Radio Vatikan und ist jetzt aber wieder in Deutschland. Er ist jetzt Oberer der Jesuiten in München und wir haben ihn in dieser Funktion gerne angefragt, aber auch in seiner derzeitigen, ich vermute, dass es derzeit seinen Hauptberuf ausmacht, nämlich die geistliche Begleitung dieses großen Unternehmens Synodaler Weg. Und auch wir sind ja hier ein Meilenstein mit dem Kongress der geistlichen Begleitung des Synodalen Weges. Und deswegen freuen wir uns, dass Bernd Hagenkort uns eine Gesamtsicht seines Erlebens dieses Kongresses, dieser Frage und auch des Vortrages von Professor Hallig gibt. Sie haben das Wort, Pater Bernd. Was kann der Synodale Weg aus dem Kongress lernen, ist sozusagen die Aufgabenstellung für mich gewesen, mit dem Blick auf das, was wir von gestern Morgen bis gerade eben gehört haben. Auch das ist keine wirklich kleine Aufgabe, habe ich so das Gefühl. Ich probiere es aber einfach mal, so aus meiner persönlichen Perspektive. Erst einmal danke an Thomas Hallig. Ich bin versucht zu sagen, das war so eine Art Thomas Hallig-Utopie. Ich würde gerne in einer Kirche leben und in einer Kirche gemeinsam glauben, wo wir sagen können, Thomas Hallig hatte recht. Das, was wir geglaubt, erstritten, diskutiert, entschieden, was auch immer haben, das hat genau das gezeigt. Ich würde das sehr gerne mal sagen können. Ganz herzlichen Dank, dass Sie es aufgezeichnet haben. Mein Blick auf die vergangenen 1,5 Tage würde ich aber gerne beginnen, eher ähnlich wie die beiden ersten, die hier repliziert haben, nämlich mit einem persönlichen Blick. Wie Sie wissen, habe ich 10 Jahre in Rom gelebt, und zwar so um die Ecke vom Petersdom. Ich konnte also das Haus nicht verlassen, ohne den Petersdom zu sehen. Und der Petersdom ist ja so die größte Gottesmanifestation, die wir haben als Katholikinnen und Katholiken. Das ist der Ort, das Apostelgrab, das ist die Piazza davor, das sind diese unendlich vielen Heiligen, die da oben rumstehen und uns ein bisschen wohlwollend und ein bisschen kontrollierend beobachten. Das ist, wenn man reingeht, diese riesige Rauminszenierung mit den Heiligen und den Kreuzen und den ganzen Reliquien und so weiter. Also da wird Gott, Kirche, das gehört irgendwie, das fällt in eins, wird da inszeniert und macht sich da manifest. Und es brauchte einen Atheisten, Emil Zola, der mir gesagt oder aufgezeigt hat, dass da was fehlt. Nämlich es gibt in der ganzen Kirche keinen Ort, wo man eine Kerze anmachen kann. Und das brauchen französischen Atheisten, dass das auffällt. Und es stimmt, ich selber mit meinen Fragen und Gebeten und vielleicht meiner Wortlosigkeit und meiner Fragilität, also der Kerze, komme in dieser Kirche gar nicht vor. Also im Petersdom. Das ist eine Statement-Kirche, das ist eine Statement-Theologie, die dahinter steht, die gar keine Fragen zulässt. Auch ein bisschen überwältigend, ein Statement Gott, der dahinter steckt. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, also natürlich nicken wir alle innerlich, wenn ich sage, das ist beim Petersdom oder so, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen auch so bei unserem Sprechen von Gott hier, bei unserer Theologie, bei unserem, unserem Feststellen, wie Gott ist und was Gott sein wird und so weiter. Selbst wenn ich fragend und tastend mich daran wage, ist es immer noch im Indikativ, immer noch ein Statement. Und für mich persönlich kann nur sagen, dass dieser Ort, wo Gott präsenter gar nicht sein kann, oder diese Art von Gottesmanifestation mir über die Jahre, und das geht auch schon für die Zeit vor Rom, fremd geworden ist und immer fremder wird. Dieser Gott ist mir fremd geworden. Und das Zweite, was ich dazu sage, das gehört auch dazu, und das ist gut so. Zum Glück brauche ich jetzt nicht wie Mutter Teresa sagen, dass das für mich eine Nacht ist oder dass ich damit ringe oder so. Das ist mein Gebetsleben und meinem geistlichen Austausch mit den Mitbrüdern. Das ist weniger eine Belastung. Ich erlebe das mehr gut als Journalist als Neugierde. Aber es bleibt so, es ist mir fremd geworden, Gott wird mir fremder und ich empfinde das nicht als Belastung. Es ist gut.
Und deswegen mein erster Einwurf sozusagen rückblickend auf die letzten 1,5 Tage. Mein erster Einwurf wäre, bitte nicht so schnell. Wir haben von der Gottesabwesenheit viel gehört und vom Gottesentzug gehört. Gestern zum Beispiel hat Holger Zaborowski davon gesprochen, dass das ja ein Korrektiv sein kann gegen einen allzu begriffenen Gott oder ich sage jetzt einfach mal gegen einen allzu barock dargestellten und manifestierten, ästhetisch dargestellten Gott und so weiter und so weiter. Also dass ein Korrektiv ist, ein kreatives Korrektiv ist, das uns zwingt, abzurücken von dem, was wir meinen, begriffen zu haben. Oder gerade Thomas Halleck hat davon gesprochen, dass die Verborgenheit vielleicht sogar sein erstes Wort ist, das zu uns gesprochen wird. Und da sage ich eben, oder fühle ich viel mehr, als dass ich begreife, nicht so schnell, weil ich das Gefühl habe, dass Fremde, die Entfremdung, der fremde Gott muss auch erstmal fremd bleiben dürfen. Wenn ich sage, das ist Korrektiv oder das ist Chance oder es ist Wort oder es ist, dann füge ich da still und heimlich wieder das Wort mein ein. Also es ist eine Chance für mich oder meine Chance oder mein Korrektiv oder so. Da wird aus dem Fremden dann doch wieder das eigene gemacht, so aus durch die Hintertür. Und mein Korrektiv, meine Chance, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Fremdheit erstmal noch Fremdheit bleiben muss. Jedenfalls bei mir. Mir will sie erstmal noch Fremdheit bleiben. Natürlich muss ich intellektuell redlich darüber reden, wie ich anders über Gott reden kann. Das ist völlig klar, da sind, glaube ich, wäre ich mir mit Holger Zaborowski sehr schnell einig. Aber trotzdem, diese Fremdheit muss erstmal bleiben, meine ich ja. Das haben wir auch ein bisschen eben gehört in den Rückmeldungen, wer dabei war. Die Unsicherheit, die wir ausgedrückt haben im Erleben des Priesterlichen. Ich bin selber auch Priester, traue mich aber fast gar nicht mehr zu sagen, dass ich das gerne bin. Und weiß aber nicht, wie ich das ausdrücken soll und wie ich mit anderen darüber reden soll. Weil wenn ich sage, ich bin gerne Priester, weiß ich, dass ich vielen Menschen einfach auf die Füße und auf die Seelen trete. Wie kann ich das aber tun? Und in dieser Unsicherheit, in der ich selber auch drinstecke, bleibe ich erstmal. Ich suche dann noch nicht die Lösung, sondern bleibe in dieser Unsicherheit, in dieser Fremdheitserfahrung oder Entfremdungserfahrung drinstecken. Die gehört eben im Augenblick dazu. Die ist nicht schön. Ich persönlich habe das Glück, das muss ich auch sagen, das nicht als Gefährdung meines geistigen Lebens zu erfahren. Ich weiß, dass das nicht allen so geht. Aber die Fremdheit zum 100. Mal muss auch Fremdheit bleiben dürfen. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, heute Morgen vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das intendiert war, aber wir stecken eben zwischen Mystik und Missbrauch. Das kann man, glaube ich, ganz krasser gar nicht formulieren. Ich bedanke mich bei Julia Knob dafür, dass sie die alternative Glaube und Struktur als zynische Alternativkonstruktion demaskiert hat. Das ist sie nicht. Der synodale Weg will ein geistlicher Weg sein. Und wenn es so ist, dann darf das eben nicht auseinander diskutiert werden. No. Tomáš, ještě jste napsal. Entschuldigung, da war gerade irgendwas in meinem Ohr. Was Tschechisches, glaube ich. Also der synodale Weg will ein geistlicher Weg sein und dann darf man die beiden Dinge eben nicht auseinander dividieren. Das Geistliche, so empfinde ich das und so vertrete ich das, das Geistliche ist etwas eminent Politisches, Gesellschaft, Gemeinschaftsprägendes, muss es auch sein, will es auch sein, dafür gibt es das überhaupt. Beten hat was mit Weltverändern zu tun und Weltverändern hat was mit Beten zu tun. Die beiden kann man nicht auseinander dividieren, das sind die beiden Rückseiten derselben Medaille. Ich kann, wenn ich sage, ich habe ein Glaubensproblem, nicht damit nur damit antworten, dann brauchen wir eine bessere Verkündigung oder mach doch mal Exerzitien oder irgendwie so etwas, sondern es ist eben auch eine Strukturfrage. Aber in der einen Seite der Medaille, der Frage nach dem Glauben, sind wir im synodalen Weg dann doch etwas unbeholfen. Das ist mir im Laufe dieser 1,5 Tage nochmal deutlich geworden. Textarbeit können wir alle, da wissen wir, wie das geht. Und auch die Tragungsprofessionalität, die hat im Zweifelsfall Vorrang vor dem, was wir als geistlich oder als Gebet oder was auch immer sehen. Bis hin in die Abläufe. Das ist kein moralischer Vorwurf, das beobachte ich einfach nur. Was ich auch beobachte, ist, dass wir noch nicht einmal gemeinsam beten können. Also bei der ersten Vollversammlung gab es ja die Szene, es war ja öffentlich, ich jetzt verrate ja nichts Geheimes, dass Leute
vor dem gemeinsam gesprochenen Gebet, vor dem geistlichen Input, den Saal verlassen haben. Und ich rede nicht von Leuten, die sich sagen, von sich sagen würden, sie seien am Rande der Kirche, sondern das geht bis zu einem Bischof. Also wir haben ein Gebetsproblem, wir haben ein geistliches Problem des gemeinsamen Tuns. Und dieses Glaubensproblem, glaube ich, korrespondiert mit dem Strukturproblem und dem Gottesproblem und dem Abwesenheitsproblem. Und dem müssen wir uns also, glaube ich, gemeinsam stellen. Und der synodale Weg, glaube ich, hat noch nicht so wirklich die Weise gefunden, damit umzugehen. Ich spreche jetzt mal nicht von den Foren, da mag das anders sein. Da bin ich nicht dabei, da höre ich auch Gutes. Aber ich glaube, insgesamt müssen wir uns da auch noch Gedanken zu machen, wie wir das umsetzen wollen. Zumal das ja nicht nur die Foren sind und die Vollversammlung, sondern der synodale Weg ja eigentlich darüber hinausgehen soll, auf die ganze Kirche. Und wie das in die Gemeinden übersetzt werden soll, da bin ich auch noch völlig überfragt, habe aus dieser Tagung, glaube ich, auch mehr Fragen als Antworten mitgenommen und halte das auch, aber letztlich auch für eine gute Nachricht. Also mehr Fragen zu haben als Antworten, finde ich im Prinzip gut. Wobei ich dann bei Thomas Hallig wäre, ich gucke mal auf die Uhr, ja, es geht noch, wobei ich bei Thomas Hallig wäre, ist das, was wir da gehört haben, operationalisierbar, umsetzbar für den synodalen Weg? Und auch hier erstmal ein Vorsicht, ein Achtungszeichen. Missbrauch mich nicht, sprach das Gebet. Also diese bitte mach, dass die anderen jetzt endlich zeitgemäß glauben oder mach das all die anderen und dass wir gemeinsam, das geht so nicht. Wir können das nicht über Bande spielen. Wir müssen da schon selber alle ran. Ich danke für die Geschichte des Gottesbilderverblassens, die Sie uns aufgezeichnet haben, Professor Hallig. Aber ich bin selber noch nicht so weit, dass ich die Situation, in der wir im Augenblick stecken, ein bisschen historisch einordnen mag. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Die Fremdheit will mir noch fremd bleiben. Also bei der Einordnung bin ich noch nicht. Ich hoffe, dass das mal so sein wird. Die Sehnsucht habe ich auch nach der Thomas-Hallig-Utopie, dass das tatsächlich so ist. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ja, wir sind an dem und dem Punkt, dass daraus dann mal ein Wiedererwecken von Religiösen wird. Geschweige denn weiß ich, in welche Richtung das gehen mag, aus dieser Fremdheit heraus oder mit dieser Fremdheit in eine neue religiöse, ein neues religiöses Erfahren und Glauben hinein. Vosalik hat von Karl Ross gesprochen, dass der Glaube zu einem freien Akt wird und zu einer mutigen persönlichen Wahl. Das finde ich großartig. Das ist ein Schritt hin dazu, auch zur Selbstbestimmung, zur religiösen Selbstbestimmung, zur Souveränität, zur Verantwortung übernehmen für den eigenen Glauben. Das finde ich, ist genau die richtige Richtung. Wie kommen wir dahin im synodalen Weg oder in der katholischen Kirche hier bei uns oder auch darüber hinaus? Was ist das, die Haltungsfrage, die wir versuchen müssen einzuüben oder die wir aufsuchen sollten über den Glauben, über das Fehlen von Glauben und über die Unsicherheiten hinaus? Ich glaube, wir müssen mehr miteinander reden. Also miteinander reden, nicht aufeinander zureden, sondern miteinander reden. Wir haben, das sage ich auch als jemand, der in der Weltkirche gelebt hat, in unserem Kulturkreis nicht so wirklich eingeübt, über unser persönliches Glaubensleben so zu reden, dass die anderen nicht innerlich mit den Augen rollen. Das ist eine Unkultur, die wir bei uns haben. Wir haben ganz andere Stärken. Wir haben großartige Stärken im Glaubensleben, die jetzt nicht kulturell. Also miteinander reden, aufeinander hören. Auch das ist etwas, was uns die Debatte um den Missbrauch gezeigt hat. Wir sind lausig im Hören. Im Hören auf Notsignale, aber auch im Glauben auf Glaubenssignale. Ich glaube, das ist etwas, was wir gemeinsam einüben und uns sozusagen gegenseitig helfen sollten, dahin zu kommen. Und die Frage nach dem Schweigen, gemeinsam schweigen, gemeinsam eben nicht alles füllen wollen mit Sinn und Wort, vor allen Dingen mit Wort, wir sind großartig darin, alles zuzuworten, sondern tatsächlich auch das Schweigen miteinander zu tun. Also gemeinsam reden, hören, schweigen, gemeinsam beten. Das habe ich auch eben angezeigt, das ist auch nicht so selbstverständlich, wie wir das vielleicht annehmen mögen. Gemeinsam feiern. Und dann kommt dann auch, hoffentlich zeigt sich darin dann auch der Weg nach dem gemeinsamen Sehnen,
nach diesem Gott, der uns fremd geworden ist. Und die Frage, der Weg auf die Frage hin, wollen wir, dass Gott ist, was ich eine großartige Frage finde, und die nehme ich ganz besonders für mich und in mein geistiges Leben sicherlich in die nächsten Tage. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Pater Hagenkort, nach München. Das war, das hat das gehalten, was ich versprochen habe. Ein bündiger, konzentrierter Blick auf das, was wir in diesen anderthalb Tagen gemeinsam versucht haben, und die Ausleitung dessen, was wir da versucht haben, auf den synodalen Weg hin, aber dann auch darüber hinaus, was heißt überhaupt heute Christ sein, was heißt Kirche sein, auch die Weltkirche.